Die Lektion 117. Und wir werden hier immer wieder in diesen Lektionen an das Glück, an die Liebe, an die Freude erinnert, die von Gott ist und von Gott sein muss. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, in der energetischen Konditionierung zu verweilen, dass Mangel zu mir gehört. Mangel an allen Ecken und Enden. Und egal, wie sehr ich mich bemüht hatte, war Mangel meine Ausrichtung. Und wenn ich nur genügend Mangel erfahre, dann bin ich zumindest in dieser verrückten Gesellschaft angepasst und werde dadurch auch ein Stück weit angenommen oder ähnliche Dinge. Und wie ich gestern geschrieben habe, ein guter Hypnotiseur, der ist in der Lage, jemanden, den er hypnotisiert hat, einen Kugelschreiber an den Unterarm zu halten und ihm zu sagen, dass dies eine Zigarette ist und die er jetzt zum Unterarm führt und es entstehen Brandblasen. Und ein guter Hypnotiseur ist auch in der Lage, eine Zigarette, eine brennende Zigarette an den Unterarm zu halten und zu vermitteln, dass dies ein Kugelschreiber ist und es entstehen keine Brandblasen. Das soll nur verdeutlichen, wie mächtig unser Geist ist und wie hypnotisiert wir sind, wenn Mangel, egal in welcher Form, unsere Signatur ist. Und wir können Mangel auch wieder verlernen. Und es dreht sich hierbei nicht darum, Millionen zu scheffeln und trotzdem noch im Mangel zu sein. Ich kenne einige Menschen diesbezüglich, die tatsächlich viel Geld haben und sich im großen Mangel befinden, auf allen Ebenen, in Beziehungen, in Finanzen, in wie ob sie geliebt sind und all diese Dinge und gesellschaftliche Stellung. Darum dreht sich es eben nicht. Es dreht sich darum, Überfluss, Glück, Erfolg, Wohlergehen als dein Erbrecht zu begreifen. Und die Geschichte von Mangel habe ich vorher erzählt, weil die doch in uns tiefer geht, wie wir glauben, zu glauben wissen. Die Geschichte hat uns, wir wurden aus einer Geschichte heraus informiert, die Mangel beinhaltet. Das spielt keine Rolle, ob du hierbei die Bibel gelesen hast oder ob du dich mit Jesus auseinandergesetzt hast oder ob du andere Dinge studiert hast, das Leben der Menschheit ist auf Mangel geprägt, auf Mangel ausgerichtet. Und diese Matrix der Hilflosigkeit gilt es einfach zu durchdringen. Es gilt, da hindurchzugehen und hierbei hilft uns eben Gott, der Liebe ist, der die Liebe ist, ist auch das Glück. Gott, der die Liebe ist, ist auch das Glück. Und es ist so hilfreich, es ist wirklich so hilfreich, sich Gott als seinen Freund wieder, den Heiligen Geist wieder als Beziehung zu nehmen. Und im Heiligen Geist glücklich zu sein.
Und die einzigste Beziehung, die wir wirklich eingehen können, und das müssen wir tief verstehen und tief wissen, das ist nicht die Beziehung zu deinem Partner. Das ist nicht die Beziehung zu deinem Vater oder zu deiner Mutter. Das ist die Beziehung zum Heiligen Geist. Entweder du bist in Beziehung zum Heiligen Geist oder du bist in Beziehung mit dem Ego. Entweder du bist in Beziehung mit der Liebe oder mit der Angst. Wenn ich eine besondere Beziehung eingehe mit einem anderen Körper, dann bin ich in Beziehung mit dem Ego. Und wenn ich eine Beziehung eingehe mit dem Heiligen Geist, dann bin ich mit allen und allem in Beziehung mit der Liebe, mit dem Wohlstand, mit dem Überfluss, Freude und mit dem Glück. Wenn du dich jetzt in einer besonderen Beziehung befindest und das tust du, dann dient dir diese besondere Beziehung, eine geheilte Beziehung einzugehen. Dann dient dir die besondere Beziehung, deine Eltern, dein Partner oder was auch immer, jetzt gerade, mit wem du gerade sehr nahe bist. Diese besondere Beziehung dient dir, eine Beziehung mit dem Heiligen Geist einzugehen. Denn die besondere Beziehung zeigt dir sehr genau, welchen Geistes du bist und was du noch projizierst. Und wir haben alle zu lernen, eine Beziehung mit der Stimme Gottes einzugehen, damit der Wohlstand zu dir kommt, der dir zusteht, damit das Glück deinen Geist ereilt, der dir zusteht, damit der Erfolg, der dir zusteht, in deinen Geist kommt und du ihn überall wahrnehmen kannst. Und mir hat lange Zeit und auch immer noch heute sehr gut geholfen, immer wieder die Frage zu stellen: Wer geht mit mir? Das Ego meldet sich nicht. Das Ego wird dir nicht sagen, hallo, ich bin da. Wenn du die Frage stellst, wird sich sofort der Heilige Geist, die Stimme des Heiligen Geistes wirst du wahrnehmen können oder ein Gefühl dafür wahrnehmen können. Tausende Male kannst du dich das fragen. Wer geht mit mir? So wie du Millionen Mal gelernt hast, dass das Ego mit dir geht, lohnt es sich, diese Frage tief zu stellen, damit du erfährst, dass Gott, der Liebe ist, ist auch das Glück. Ich will mich daran erinnern, dass die Liebe Glück ist und dass nichts anderes Freude bringt. Und deshalb will ich keinerlei Ersatz aufrechterhalten an der Liebe statt. Ja, und was ist denn unser Ersatz? All das, von dem wir glauben, dass es auf der Formebene irgendeinen Grad von Wichtigkeit hat. Und immer wenn wir uns auf einen Ersatz konzentrieren, das auf der Formebene in irgendeiner Art und Weise noch Glück zu uns kommen soll, ja,
dann wissen wir, wer mit uns geht, das Ego. Das Ego geht mit uns und es ist so wichtig, sich von diesem hypnotischen Zustand der Depression zu lösen. Depression ist immer Ego. Mal ein bisschen schwächer und manchmal ein bisschen stärker. Und es ist einfach nur ein Glaube, der das wirklich macht, woran wir glauben. Entweder ich bekomme Brandblasen von einem Kugelschreiber oder ich glaube heute an die Liebe, an die Freiheit und an das wirkliche Leben. Und ich lasse nicht mehr einen Traum wahr werden, der mich verletzt, von dem ich glaube, dass ich klein bin, von dem ich glaube, dass ich mich als Opfer aufhalten muss, von dem wir glauben, dass sich schuldig fühlen noch irgendetwas, irgendjemand bringt. Glück, Wohlergehen und Erfolg ist dein Erbrecht. Und wenn du dich in diesem Seinszustand befindest, in diesem Seinszustand der Liebe befindest, kannst du das nicht aufhalten. Das ist unser aller Job. Das ist unser aller Tun. Das ist das, was uns alle befreit. Und ich weiß, dass du, der das hier hört, bereit bist, diese Lektion zu lernen. Du bist entschlossen, dieser Lektion deine Aufmerksamkeit zu geben, weil du eines willst, die Liebe Gottes zu erfahren, in der du dein Glück und deine Freude findest. Suche nur, was in Wahrheit mir gehört. Die Liebe ist mein Erbe und mit ihr die Freude. Dies sind die Gaben, die mir mein Vater gab. Ich möchte alles akzeptieren, was in Wahrheit mein ist. Es ist noch gar nicht so lange her, bin ich fast erschrocken, wie tief hypnotisiert ich war bezüglich der Welt, in die ich geschaut habe. Wie sehr mein System, so möchte ich es mal bezeichnen, wie sehr mein System darauf ausgerichtet war, Mangel zu erfahren. Ich habe es zwar immer schon irgendwo gewusst und ja, so bin ich halt und ich muss viel, viel tun, um, was weiß ich, irgendwelche mentalen Programme erlernen, um dieses umzustellen und dies und jenes zu machen. Und die letztendliche Befreiung diesbezüglich habe ich erfahren durch die Liebe Gottes, durch das transzendente Licht der Liebe, durch meine Seele, durch den Christus in mir. Kein mentales Programm, das ich mir ausgesucht hatte durch NLP, durch
ich weiß nicht was, ich kann es gar nicht alles aufzählen, hat mir in irgendeiner Form irgendetwas gebracht. Es war immer noch eine Schleife. Aber offensichtlich musste ich erst mal lernen, was alles nicht funktioniert. Und das transzendente Licht der Liebe hat wieder Ordnung in meinem Geist hergestellt, sodass ich jetzt in eine Welt des Überflusses schauen kann. In eine Welt der Liebe. Und wenn ich es nicht sehe, kann ich zumindest innerhalb kurzer Zeit entscheiden, hey, da ist ein Denkfehler in mir, den ich berichtigen lassen will. Und zwar vollkommen und nicht nur ein bisschen. Und wenn du heute deine Wahrheit suchst, dann wirst du sie finden. Denn wie ich schon oft erwähnt habe, hast du machtvolle Helfer an deiner Seite. Du hast machtvolle Gefährten, die dich hierin unterstützen. Und die Freude ist unendlich. Unendlich, unendlich, unendlich. Wenn du dich ihnen heute anschließt. Und dann wirst du von ihnen gelehrt. Von deinen wahren Gefährten im Geiste. Denn du bist ein geistiges Wesen. Nichts anderes. Das ist ein fundamentaler Schritt, den wir alle irgendwann gehen müssen. Du bist ein geistiges Wesen und nur als Geist erfährst du deine wahre Identität. Nur als Geist erfährst du dich in der Liebe Gottes. Nur als Geist erfährst du Überfluss, Wohlstand, Freude und Frieden. Und deshalb kämpfe nicht mehr als Mensch. Darum, was dich glücklich macht, sondern akzeptiere deine wahre Identität, die eins ist in Gott, der Liebe ist und dir alles Glück gibt. Und du wirst finden, was in Wahrheit dir gehört. Danke für dein Lauschen, für dein Fühlen, für deine Bereitschaft, für deine Sanftheit und für die Liebe, in der du jetzt bist.